So, weiter geht's heute mit dem Trackday GT. Vier Rennen wieder dabei. Und let's go. Ja, ich wieder natürlich den Pagani, das ist schon klar. Natürlich. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, wegen dem dass ich meinen Controller geladen bekomme gleich. Weil der ist nämlich auch fast leer. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. So. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie. Oh, ich glaube. Ja, 14. starten wir. Ha, super, herzlich willkommen. So. Hier wird schon mal neu ausgewürfelt. Geil, dann wirst du direkt von zwei Autos wiederholt. Mein Ziel ist, das Ding natürlich zu gewinnen hier, klar. Aber es wird nicht einfach werden. Das Auto habe ich jetzt schon mal wieder kassiert. Ah, oh, bremst mich doch nicht mehr weg. Pass auf, wenn der Gegner zu sehen. Ja, ein Auto, das... Ah, du bist in mich reingefahren, Spaten. Du hast mich komplett weggedrückt und weggebremst. Hast du mich nicht in die Wand da rein, ne? Und dann auch nur auf 13. Also das ist nicht gut momentan, weil der Auftakt hier. Gehen wir zumindest mal wieder vorbei an den jungen Kollegen. Und ich habe wieder meinen Special Friend hier. Ach, gehst du mir auf in Nüsse? Jedes Mal musst du dich da... Sobald ich nur ein bisschen rauskomme, musst du dich doch noch vorbeidrücken hier. Meine Fresse, Alter! Warum muss man... Runde 2 etwas schneller. Wir sind weit hinten. Ja! Sorry. Ah, geht die Alte mir immer noch auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Aber mein Rennen ist sowieso jetzt gelaufen. Das hat sie nämlich hingekriegt. Das, was sie wollte. Einfach mich in die Wand geschossen, damit ich... Ich glaube, ich komme da von... Nein, du darfst ja nicht vorbei. Ich schieße dich im Zweifel einfach in die Wand. Und deswegen hängen wir momentan auch noch Platz 16. Weil es einfach kaum eine Möglichkeit, eine Lücke gibt, wo man mal überholen kann. Verstanden. Jede Anweisung zu haben. Okay, Angreifen bestätigt. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen dran am Feld. Dritte Runde. Leg einen Zahn zu. Ja, kann ich sagen, ich habe kann ich machen. Weil wenn du die Möglichkeit hast, mal irgendwie... Wenn du die Möglichkeit hast, mal vorbei, mal reinzukommen oder reinzugehen in der Lücke,
Das ist noch ein Teufel auf die Wand geschossen. Das habe ich genau ausgemacht. Das seht ihr. Das war nicht halt, ne? Check. Also da habe ich jetzt gerade viel, viel Glück gehabt, weil es ja einer weggedreht hat und einmal kurz das komplette Feld ausgehalten. Dann sind wir sieben unserer kleinen Rivalen. Ich glaube, wenn ich jetzt egal ist, weil ich will jetzt erstmal wieder ein bisschen davor. Und jetzt haben sie immer nur Platz 6 liegen. Dann könnten wir es wieder halbwegs erfolgreich gestalten. Ich gebe es weiter. Wir haben ja recht, wenn wieder. Okay, das wird angegriffen. Aber das Problem ist, der Abstand nach vorne ist ziemlich weit. Aber es geht. War doch der Karte so weit aus. Jetzt sind schon wieder so ein bisschen dran. Ne? Vielleicht haben wir noch eine kleine Chance, um das hier wieder gut zu machen. So, die nächsten drei hier vorne möchte ich nochmal kassieren. Dann wären wir zumindest wieder auf dem Podium und dann wäre es wieder so ein bisschen in Ordnung. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Ja, das ist versucht gerade. Ja, du hast keine Chance, da wirklich weit viel Platz ist auf dieser Strecke hier. Sind wir zumindest mal schon wieder in Schlagdistanz. Also ich gebe das Rennpass sogar noch nicht mal auf. Es war jetzt ein bisschen dunkel dabei, weil wir eigentlich nicht die ganze Zeit hinten am Ende geklebt haben, aber wenn ich das geil weggedreht habe und man den größten Teil des Feldes aufgehalten hat, kann man es auf einmal richten, kann man es vielleicht wieder richten. Einmal führen wir... Okay, angreifen bestätigt. Komplett unerwartet da ein Rennen an. Ne? Und dieser Sieg war sowas von unerwartet. Ich hatte damit aber nicht mehr gerechnet, nachdem wir es eigentlich schon weg waren vom Fenster. Aber wie gesagt, das war Glück, weil das Auto sich da weggedreht hat. Mir da, glaube ich, 5 oder 6 Positionen geschenkt hat. Yes! Yes! Aber es hat funktioniert. Das ist das Wichtigste. So, nächste Rennen. Der Auftakt ist hier schon mal gelungen. So, gleich geht's weiter sofort mit Rennen Nummer 2. Und wir machen heute weiter mit Okudama. Oh Gott, die Strecke. Hier sind es auch wieder 4 Runden. Das ist sehr lange Folgen momentan. Von den Bergen bis ans Meer weiß jeder in Okudama, dass heute Renntag ist. Kannst du uns verraten, was heute ansteht, Kristen? Man darf bei der Grid World Series niemanden unterschätzen, Alex. Es kann schnell passieren, dass ein Rennen die Rangliste komplett auf den Kopf stellt. Alles klar. Ich denke, uns erwartet ein großartiges Rennen. Wir sind gleich wieder da. Gut, los geht's. So, wir starten auf Platz 8, ich bin auf 14. Ich kriege auf jeden Fall erstmal die Anweisung zu sagen, wer da vorne gehen soll. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Aber du wirst schon
wieder von zwei Autos zurück. Lass mich doch einfach mal. Da wird jemand nicht glücklich sein. Ja, geil. Also so wird einem das Rennen wieder zerstört. Einer hebt nach. Warte, der ist noch nicht ganz weg. Den müssen wir da weghauen. Und schon hast du da den 16. Platz hinten. Na gut, dann müssen wir halt wieder uns, sofern es möglich ist, das Feld kämpfen. Ja, es ist hart. Es ist heute arschhart. Aber gut, okay, wir haben das jetzt Rennen gemeistert mit. Ich werde dich jetzt mit dabei und das versuchen wir hier auch noch zu kriegen. Halt die Kappe. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Also der hat gut überholt. Sehr gut überholt da hinten. Wir jagen da auch noch rein. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Lass mich in Ruhe einfach, ich bin auch selber ein bisschen gerade geladen. Weil ja, was momentan jetzt im Beinrennen nicht wirklich lief. Wir haben das Ding gewonnen. Auch hier ist was mein Ziel natürlich. Naja, schauen wir mal. Komm, Kollege, greif zumindest du ein bisschen an. Ja, lange. Aber gut, nächste Folge ist ja wieder das große Finale der Season Tour. Das heißt, es sind jetzt noch zwei Rennen insgesamt in diesem hier. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Das heißt, ich halte gut mit. Da habe ich wieder so ein bisschen wieder Pech dabei gehabt. Und mit dem Auto vor, das hat man im letzten Rennen ein bisschen unserer. Schwierigkeit, aber wir haben genau das ist es halt, ne? Du hast keine Chance, das zu machen. Wenn du da irgendwie daneben kommst, der Wagen stellt sich so quer, dass der dann sagt, dass er nicht mehr in die Wand drücken. Da hat es wieder in die Wand, hat es wieder geschafft. Und schon jetzt wieder auf 13 fest. Team ist hier momentan auf 10, auf 9 und 11, also wir sind 11 momentan nur. So, während sich der eine Kollege da jetzt ein bisschen vorbeigedrückt hat am Teamkollegen, der mir jetzt vor uns liegt. So, Paul von jetzt wieder kassiert. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Gutes Tempo. Du bist in Runde 3. Mach ein paar Plätze gut. Hört doch mal auf, mich ständig wegzuschießen. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ey, du verlierst jedes Mal, wenn der einer die Tür zu vier Positionen will. Und die muss man doch irgendwie mal wieder ein bisschen gut machen. Aber heute scheint es, also jetzt scheint es gerade richtig auf mich abgesehen zu haben, die ganze Zeit. Klar will ich das Ding noch gewinnen, ich will diesen Block. Ja, keine Chance, ich komm. Oh, fuck, Kies ist das für einmal nur. Ich will zumindest in dieser Gruppe jetzt vor mir vorbei. Mein Gott, Alter! Und
Solange ich diese Anzeige da vorne habe, sehe ich mich nicht, wo ich hin muss. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Zack, der rutscht. Oder kommt wieder mein bester Freund hier. Du gehst mir jetzt ein bisschen auf. Jetzt gehst du mir dann noch auf den Sack. Ich sehe mich. Ja, mein Gott, Alter. Sorry, ich habe nichts gesehen, wo ich hin muss. Okay, da wird jetzt jemand nicht glücklich sein. Ja, soll er mich in Ruhe lassen. Letzte Runde. Jetzt aber voll letzte angreifen. Runde. Kämpf dich durch. Ja, aber das Spiel sagt dann, du musst dich nochmal wegdrehen. Also Okotama ist echt so eine Flugstrecke. Ich würde ein bisschen mit, wenn man Fünfter hier, also mehr wird sich werden. Dafür lief es einfach zu beschissen. Und zwar. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ich hab den wieder vor mir, Alter. Warum gehst du mir nicht einfach mal aus dem Weg? Ich hab gar nichts getan. Mein Gott, Alter! Kann man mal. Ja, fuck you, ey. Da fahrt doch alle mir vorbei. Ey, du bist dran am. Ah, Mann. Ja, und vorbei gibt's so. Ja, ich bin Elfter am Ende. Aber weil sie mir tatsächlich die ganze Zeit. Durchgeht, wollte ich mal irgendwie nur 3 Minuten rein versauen. Molle, verschwinde von mir. Verschwinde einfach nur vor mir. Ja. Mit Mr. Duse wird es am Ende nicht mal da. Platz 9 ist es nur auf dieser Strecke. 12. Wir haben noch Zeitstrafe gekriegt. Echt jetzt? Haben die jetzt tatsächlich gesagt, kommen die alle noch vorbei? Oh Gott, ey. Na gut. Ey, 12. So schlecht war ich noch nie. Wegen scheiß 2-Sekunden-Strafen haben sie mir komplett das Kommentar rein. Und die Olle, die mich die ganze Zeit weggeschossen hat, wird auch noch belohnt dafür, weißt du? Neun Sekunden. Ja, ich hatte gar keine Chance, irgendwie reinzukommen da vorne. Ne? Sobald ich da irgendwie mal in die Nähe gegangen bin. Wurde dann direkt wieder zugeworfen oder wurde direkt wieder weggeschossen. Aber okay. Es war erst das zweite Rennen, also. Mal gucken, wie jetzt Rennen Nummer 3 wird. Mal gucken, wie jetzt Rennen Nummer 3 wird. Das. Nummer 19 noch. Paris, Arc de Triomphe, 4 Runden. Ach Gott, Alter, sind das Rennen. Oh, das ist ziemlich irre gerade, was wir an Rennen momentan zu fahren haben. Vor allen Dingen, die haben jetzt die längsten Rennen ausgesucht und hauen dann 4 Runden raus. Also das sind jetzt abartig viel. Aber gut, okay. Wir stehen zumindest auf 3. Wir können tatsächlich mal ein Rennen wieder gewinnen. Oder haben zumindest eine große Chance, wenn nicht wieder und vorher gesehen wieder passiert. Erzähl doch mal, was diese Strecke zu bieten hat. Bei hoher Geschwindigkeit sind diese Straßen total chaotisch. Mit seinen engen, scharf gebogenen Straßenecken mit vielen Driftmöglichkeiten ist Paris immer für ein aufregendes Rennen gut. Alles klar, ich kann es kaum noch erwarten. Man kann spüren, dass uns ein großartig. Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Sorry Leute, ich muss da mal vorbei. So, jetzt gehen wir mal zumindest wieder ein bisschen in Führung. Jetzt haben wir es wieder. Sieht ein bisschen besser aus.
Ist ja nicht so mega Getümmel drin. Also auch jetzt gar keine Chance vorbeizukommen. Wenn da ein Müllplatz irgendwo, dass du da mal sagen könntest, hey, man könnte mal ein paar Leute berühren. Und dann bist du dann halt noch 12, aber dann eine Zeitstrafe kriegst. Oh Gott, okay. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ah, ja, da kommt schon wieder was. Okay, es wird angegriffen. Wir führen jetzt mal wieder mal so ein Rennen an, das ist immer gut. Bisschen Glück gehabt. Dann kam die Blöde ran. Aber es ist nicht tragisch. Wir führen. Wir können es gut absetzen, haben nicht das ganze Getümmel hinter uns. Und unser Special Friend. Kämpfen mit haben die Kollegen den letzten Platz, das ist wichtig. Und hier haben wir danach noch ein Rennen. Also guter Start. Bleib an der Spitze. Ja, das haben sie echt nochmal die härtesten ausgesucht. Gotama, da Shanghai, jetzt Paris. Und ich habe das jetzt im nächsten Rennen noch erwartet. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Ja, bitte. Versuchen wir ein bisschen nach vorne zu kommen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Aber die nächste Linkskurve, die wird nicht so ganz einfach zu fahren sein. Die jetzt kommt hier. Und genau in der gleichen Ecke habe ich mich immer schon jemand geklebt. Okay, angreifen. Ich versuche es weiterzugeben. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, wir haben halt noch keine Punkte auf dem Konto, ne? Quatsch, doch, wir haben ja den Sieg geholt. Ich muss hier die 50 voll machen, um die Möglichkeit zu haben. Das war die Hälfte des Rennens. Das Ding jetzt zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie die Gesamtserie aber hinaussieht. So, wir gehen jetzt bald in die letzte Runde, aber wir sind gerade in die dritte Runde gegangen. Da flog gerade unsere Heckschuhstange. So.
Diesmal funktioniert das. Diesmal kommen wir um die Kurve rum. Bleib in Führung. Letzte Runde. Danach haben wir noch ein Rennen. Anweisung zum Angreifen. Ja, versuchen wir ein bisschen noch was zu holen. Okay, Angreifen bestätigt. So, jetzt geht's Richtung Finale. Wie gesagt, wir haben noch ein Rennen danach. Aber sie haben mich die längsten ausgesucht. Krasse Scheiße. Die längsten und härtesten gerade. Viel Glück gehabt. Aber mein Kollege kommt da hinten nicht wirklich weg. Paris war das erste Rennen, was wir tatsächlich ohne Zwischenfälle geholt haben. So, nächste Rennen. Oder beziehungsweise jetzt das letzte Rennen. Und dann geht's bald weiter mit der letzten Season. Okay, nochmal Anführungszeichen entspannen. Zum Abschluss. Okudama Sprint. Während wir momentan da hinten steht, der Kollege zumindest auf 3, glaube ich, wenn ich es richtig gelimit gekriegt habe. Und wir gucken mal. Wir müssen ein bisschen uns schneller davor arbeiten. Was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle... Ja, ein paar. Auf 8, okay. Geht immer besser als auf 16 zu starten und ich kann mal ein bisschen nach vorne setzen. So, Sakura Pass heißt das Ding hier. Ich halte mich ganz, muss mich jetzt ein bisschen mal zurückhalten gerade. Weil ein Fehler und das Ding kann ja nicht durch sein. Okay, da kam gerade keine Meldung durch, weil. Okay, es wird angegriffen. Der soll natürlich jetzt ein bisschen mehr vorne arbeiten. So, einmal komplett aus einem rausgehalten, dann außen vorbei auf die 1 vorgefahren. Jetzt haben wir endlich eine gute Position. Lang ist diese Strecke ja nicht, das sind jetzt nur 3, irgendwas Kilometer und das würde uns jetzt natürlich zum Verhängnis werden, dass wir jetzt auch noch wieder die 6. sind. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht.
Und dann ist es wieder. Es ist nur Platz 6. Ha, ein Fehler gemacht. Wir waren so gut da vorne mit dabei und am Ende versaut uns tatsächlich ein Fehler das komplette Rennen. Scheiße, Mann. Aber egal. Wir waren so gut dabei. Der Move hat uns gewonnen und dann sagte diese Wand, dich nehme ich noch mit. Und ich glaube nicht, dass wir am Ende Erste sind. Dafür sind die Runden zu schlecht gelaufen. Wir haben nur 2 Rennen gewonnen. Dazwischen Platz 12 und Platz 6. Das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass wir das Event gewonnen haben. Das haben wir jetzt weggeschmissen. Es würde mich sehr schwer wundern, wenn wir es... Okay, dann doch. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich nehme es mit. Okay, dann ist es nicht so tragisch. Aber was für ein Event, ey. Puh. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr dann mit dem Finale dieser Season.